Liebe Breißen und sonstige Pommesrutscher, ich weiß, ihr könnt es kaum erwarten, endlich wieder dem Wedelspaß auf den pleistozänen Kontinentalplattenauffaltungen zu frönen. Doch bevor es mit eurem super Equipment über die Berg herfällt, noch ein paar kleine Hinweise für diesen Winter. Wir müssen reden. Piste, wir fahren flüssig und kein unkontrolliertes Zickzack wie die wilde Maus auf der Wiesn. Wenn du mit deinen Bewegungen die ganze Pisten ausfüllst, ist dir wahrscheinlich zu anspruchsvoll. Also bleib auf der blauen 5, du Null. Lift. Im Sessellift hauen wir nicht den Bügel runter, dass der Nachbar Schädel-Hirntrauma hat. Wir schauen, ob alle bereit sind und weisen darauf hin. Und wenn sich's irgendwie realisieren lässt, halten wir im Sessellift unser Wappen und erzählen nicht dauernd irgendeinen uninteressanten Müll von daheim. Der Hanno hat jetzt einen Hybrid-Insider. Wir benennen keine Pisten. Lass doch mal auf die 70A und dann den Verbinder zur roten 5. Wir sagen Affe, Nüber und die schwarze Nunter. Ein bisschen ungenau, aber so ist's halt. Kleidung. Wir tragen keine Eishockey-Trikots oder Kostüme. Die kannst du von mir aus die drei Tage an Fasching anziehen, aber ansonsten nicht. Aussicht. Wenn sich die Wolken öffnen und dieses wunderbare Panorama präsentieren, dann stehen wir nicht mit dem Handy da und sagen, guck mal, fantastisch, herrlich. Nein, wir sagen Wahnsinn oder brutal. Heißer Wetter. Das, wenn der Kini gesehen hätte. Das ist nicht besonders originell, aber zumindest original. Mei, ansonsten parken grundsätzlich nur da, wo Parken auch erlaubt ist. Immer auf der Piste bleiben und nicht unkontrolliert ins Gelände fahren. Also, passt auf euch auf, ihr Breißenzipfel. Ja.